Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Luminescent Platinum Hardcore Nuzlocke. Heute ist wieder ein lustiger Kampf da. Ich habe uns einmal einen Squad gebaut. Stehen aus unserem Äffchen, aus dem kleinen Lurch, aus Löppchen, Inel, der immer noch kein Bild hat, Uri Geller und Faulpelz. Wir haben davon einen Boss Feidolü. Vielen Item. Dragonfang. Okay, let's go. Will der auch schon kämpfen? Does he want to fight? Oh ja. Interessanter Kampf oder nicht? I guess not. Das war ja, eigentlich ist die Cap jetzt 53, aber wieso kriegen wir keine? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Steht auch überall, auch im Trainer-Dokument. Weavile hat Outrage? Okay, I guess Thunderbolt für dich. Da fuck. Okay. Okay. Wir gehen jetzt mal hier auf unser Äffchen. Ach ja, klar. Das würde ich ja hier nicht mal Fakeout, ne? Weil du könntest halt einfach Konzentrator haben, ne? Ich hätte aber drin bleiben können. Sollen vielleicht sogar. Naja. Dann gehen wir halt wieder zurück, ne? Ich habe da vielleicht so schlau auf unser Äffchen zu gehen, damit wir dem vielleicht direkt Weg-Out entgegendrücken können und so. Und dann gucken wir, was wir machen. Oh, please not. Please not. Please don't do it. Please don't do it to me. Oh no. Jetzt waren sein Handbad, ne? Ist halt ein physisches. Also wir könnten auch auf Morlord gehen, theoretisch. Guck mal, wie viel Damage der macht. Oh, doch so viel. Ja, tschüss, Kolbert. Okay, das mit den EPs verstehe ich nicht. I don't know. Dann ist da drin der Kampf, das heißt, wir können nochmal hier hin. Ja, dann. Hier würde ich sagen, hier ich jetzt gleich mal eben fix. Sei denn. Kommt jetzt? Ah, da kommt noch was. Jau! Die Mutter von Cynthia, ne? Stimmt, hier musst du halt wieder den Old Charm ja geben, den wir vor ein paar Folgen mal bekommen haben. So, ich habe jetzt mal eben gehealt. Und wir gehen jetzt mal hier rein, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, auf der Weg, wenn das jetzt hier. Ja, die Story ist jetzt ja nicht so interessant, also ist nicht so wichtig gerade. Genau. Wir müssen gegen den gleich kämpfen, nämlich gleich gegen Cyrus. Der hat halt einen Crobat, Magnezone, Chatot, Arcanine, Honchkrow und einen Weavile. Ich blende hier mal wieder die Sets mit einem drunter einmal ein. Ja, es ist halt ein Böller-Team, ne? Es ist halt real talking Böller-Team. Es wird ein harter Kampf. Ich habe versucht, so ein bisschen eher defensivere Pokémon zu haben. Nicht nur offensiv gesehen. Wir haben jetzt ja so defensive eher, außer jetzt vielleicht Simsala, wo der speziell defensiv ganz gut ist. Und Panferno, ne, der halt eigentlich auch nur offensiv hat eher ein bisschen defensiver aufgebaut. Ja, wir gucken mal, wie das so klappt. Hört auf, ich könnte euch auch Call meinen, ne? Aber nur, wenn ich schneller bin. Ja, ich bin schneller. Jetzt hätten wir so vielleicht so gewünscht, nicht zu one-shotten, weil jetzt so ein, zwei Call-Mind drin zu haben. Dann wären wir auch gut gegen ihn. Boah, wir haben gerade einen Sucker-Punch von Hundemon überlebt, ne? Weil, wie wir gesehen haben, das Chatot hat U-Turn. Das heißt, er wird jetzt immer U-Turn drücken. Eigentlich mal Play Vollpelz in dem Punkt. Also gegen das Chatot. Aber wenn er U-Turn kommt anders mal. Das heißt, ich muss da nochmal wechseln. Ich sag's wie es ist, wir leben aber eine U-Turn. Oder wir killen ihn einfach, eins von beiden. Chatot mit Hyper Voice ist halt auch immer ein Problem, ne? Also, oder kann schnell Probleme, wenn man da nicht drauf gepreppt ist. Ja, und Honchkrow, den one-shotten wir mit Destiny nicht. So, und da kommt jetzt ein Night Slash. Das Gute ist, wir hätten jetzt auch immer noch Vollblitz, den wir noch für andere nutzen können, theoretisch, ne? Weil ich ja immer so für jedes Pokémon sozusagen einen Versuch einen Konterpart, wenn es machbar ist, natürlich. Ja, wir müssen hier auf. Vor allem er hat einen Choice Scarf, ne? Dementsprechend wäre er auch schneller. Das war echt viel Damage. 40 KP. Aber das Thunderbolt macht auch. Ja, der macht genug. Let's go. War das, ob ich richtig gesehen, dass es ein Crit war? Hm. Ich muss auch mal Lack haben, würde ich sagen. So, jetzt bekommt er wahrscheinlich Arcanine. War überhaupt nicht predictable. Nein, nein, nein. Das Release, er könnte halt Flare Blitz oder Closed Combat, obwohl eigentlich müsste der Flare Blitz drücken, weil Stab und es macht einfach mehr Damage. War schon 30 KP, ne? Fast 40 KP. Ja, 34 genau zu sein, ja. Das kommt mit der W-Zwiebel, ne? Aber dafür gehst du noch auf minus 1. Und wir können hier einen EQ draufdrücken. Ja, okay. Auf minus 1 stirbst du halt einfach, ne? Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Ja gut, Magnezone, der kann hier, das kann halt einfach auch mit ihm drin bleiben, ne? Ich meine, klar, wir müssen halt Waterfall first turn, wegen dem Air Balloon. Ich meine, eigentlich wäre jetzt Tentacher dafür, aber wir können dann einfach auch sagen, wir machen jetzt einen Waterfall und machen dann einen Erdbeben, ne? Weil der kann mit Flashkerne ihm jetzt auch nicht so viel. Okay, spätster Fell, dann müssen wir raus. Aber wir ploppen den Air Balloon, dementsprechend ist das doch gut für uns. Ich will nicht, ob wir irgendwie besser Play hätten, um uns auf. Oder für das Weavile gleich schon mal zu preppen. Weil das muss ja danach kommen. gerne irgendwie gucken, dass ich auf F4 schon komme jetzt. Aber der F4 wird ja mit Fire Punch den killen jetzt einfach. Weil auf die Flashcan können wir gut reinkommen. Aber ich könnte dich dann nicht mehr das Weavile Fake-Outen, ne? Wie viel Spätzef hat der hier? Ja, ein Drittel WDF. Ja, wir können einfach auf Snorlax jetzt gehen dagegen. Obwohl, gegen Magnezone machen wir auch nicht so viel. Wir gehen mal auf Chatot. Das war ein bisschen viel Damage. Wir sind schneller? Ach, du hast Miracode gedrückt wahrscheinlich? Weil sonst wären wir nicht schneller als ein Magnezone. Warte mal, wir haben Magnezone im Team, aber ganz kurz. Ja, okay, close, ne? Wenn das jetzt vielleicht... Ja... Ja... Wir sind jetzt halt auch mit nicht investiert in it, dementsprechend. Also, er könnte jetzt einfach einen eisige Crash drücken. Ein Eisschad sogar. Okay. Wir Fake-Out brechen dein, also lösen deinen Fokusgrid dadurch auf. Und dann Mag-Punchen wir 450 Stab mit Iron Fist geboostet. Boom! Deathless durch Cyrus. Okay. Okay, wichtig. Okay. DM95 Surfer. Wir können jetzt surfen, das heißt, wir kriegen noch. Oh, wir kriegen noch neue Encounter. An diversen Stellen noch und so. Das ist cool. So, wie schon gesagt, gibt es jetzt noch ein paar Encounter, die wir uns fangen können. Wir fangen an mit den Fuego Iron Rocks, die hier oben von Floramaton sind, da wir jetzt surfen können. Ja, ich habe mir gerade ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das vielleicht haben können wollen, wie auch immer. Hier oben im Gras gibt es halt Magnetilo, Magneton, fallen für uns raus. Dann wird es halt noch Voltenso, Postelka und Magma geben. Bin von allen dreien nicht so richtig geflasht, sag ich mal. Na, also klar, mit dem Sensburner wird es hier Alola Slimeock geben. Haben wir schon. Ne, ja, aber im Wasser gibt es halt hier Tentacher. Und Tentoxer. Und ich habe mir so gedacht, also im Surfen, im Angeln gibt es nur Carpador und so, ne, also auch... Ne, bei Hörern gibt es sogar noch Finion, sehe ich gerade nochmal. Und Shelda nachher. Tentacher, let's go. Beziehungsweise, es hat beim Surfen auch Shellos und Gastrodon gegeben. Aber die haben wir ja schon. Dementsprechend ist das für uns jetzt ja auch egal. Ach ja, und Poké hat halt noch Smogmog gegeben. Ja, ne? Dementsprechend... Nehmen wir uns den Dachar hier mit, let's go. So, jetzt sind wir in Pastoria City. Genau darauf habe ich gewartet, dass wir jetzt surfen können. Weil mit Surfen können wir hier den Dachar und Shellos bekommen. Das sind beides Tubes, also mit Entwicklung natürlich. Und wenn wir den Sandspin anhaben, können wir hier Galar-Baldorfisch bekommen. Und ich muss sagen, so einen Myriador, der würde mich gerade schon reizen. Ne, also Angeln gäbe es halt Carpador Kopse, also mit Entwicklung im Endeffekt. Und Carnivana, so Tohaido. Instant kommt ja LOL. Carnivana wäre auch irgendwie cool, gerade Speed Boost oder Raul, beides ganz interessante Fähigkeiten. Aber ich sag's halt, wie es ist. Ich habe, glaube ich, auch noch nie in so einem Nuzlocke-Projekt Myriador benutzt. Also wir hatten das bei Legend Arceus benutzt. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe da schon Bock drauf. Auf diesen kleinen Giftfisch. Let's go! So, jetzt sind wir hier in Celestic Town wieder mal. Ja, per Angel gäbe es hier Carpador und Relicanth. Also Carpador fällt eh raus. Aber Relicanth, oh, weiß ich nicht. Habe ich nicht so, das daran muss ich zugeben. Und Surfen, Enton oder Entoron. Ja, obwohl Entoron halt ein Psychomon ist, aber ich weiß ja nicht. Aber es kann ja auch einen Corazon geben. Und der wäre schon richtig sick, I guess. Und ich würde sagen, wir hoffen, dass wir den bekommen. 30% Chance, ne? Und dann, ja, let's go. Oh mein Gott. Wir haben Lack. Oh mein Gott, Alter. Let's go. So, wir sind jetzt auf Route 221. Ja, wir haben kurz 220 übersprungen, aber wir müssen erst kurz auf 201 machen. Und dann gehen wir auf 220. Ja. Auf 221 gibt es Mogelbaum, Skuntank, Nidorina fällt für uns raus. Nidorino wäre cool. Nidori, Girafalk und Porenta, aber das normale. Also die meisten nicht so die geilsten Monster, sag ich mal. Angeln, Krabi, Sepa oder Perlu. Krabi haben wir schon, die anderen sind jetzt auch nicht so, finde ich nicht so die coolsten. Mit dem Essenzburner wird man Mauzinger bekommen oder Corazon. Den haben wir aber schon. Mauzinger ist stark, aber habe ich mich auch nicht so der Fan von. Sag ich, wie es ist. Beim Surfen Wingal oder Tentacher. Mit Entwicklung natürlich. Bedeutet, wir kriegen jetzt safe einen Wingal. Also zu 100%, weil wenn Tentacher kommt, können wir flüchten. Ja, weil ist halt Species Clause, fällt raus. Und kriegen auch immer eine Wingal. Ist es wichtig für die Route 220, wo ich gleich nochmal so komme? Ja, also man sieht schon, ich habe auch ein paar Kapitel von uns, das heißt, ich habe halt die ganzen Kämpfe gemacht und alles und so. Ja. Weil wir auf der Routen hier waren auch nicht interessante Kämpfe, to be honest. Ich glaube, wir haben vielleicht zwei Doppelkämpfe, die hatte auch Real Talk. Also, nichts Interessantes. Deswegen habe ich das einfach auch mal nicht reingenommen, weil es einfach nichts passiert. Was bringt es das, die mit reinzunehmen, wenn da überhaupt nichts passiert? Weil wir haben gleich nochmal einen Special Fight vor uns. Also auch hier auf Route 221. Aber wir haben jetzt Wingal gefangen. Und jetzt gehen wir erstmal auf Route 220. Auf Route 220. Also das ist jetzt hier, wo wir sind. Nach links gehen, rechts 221. Ja, Angeln ist interessant. Libiskus, Sepa, das normale Corazon. Speed Cross wird raus für uns. Ne? Ja. Beim Surfen Wingal und Mantieps mit Entwicklung. Wingal insgesamt zu 65%. Mit Entwicklung fällt für uns raus. Das heißt noch 35% für Mantieps. Wir können aber mit dem Essenzburner einen Galalamus bekommen. Galalamus überschreibt 30% von den Mantieps. Bedeutet, wir haben 5% Mantax-Chance und sonst eine Chance zu einem Galalamus. Natürlich, desto länger es dauert, desto mehr Probleme werden wir haben, tendenziell. Aber wir können jetzt hier ein geiles. Ungeil ist egal, Species Clause. Oh mein Gott, dass ich nie flüchten kann, ne? Boah, okay. Ich kann euch das weg. Bis jetzt, also, ein bisschen Pokémon, was wir noch nicht haben. Also ich sag's jetzt ganz ehrlich. Das ist ja mal richtig nervig gerade. Oh mein Gott. Ja, vorm trifft auch seinen scheiß Hurricane, das scheiß Drecksvieh. Oh mein Gott, ey. Instant das nächste Monvanen Galalamus. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr geschnitten, wo ich es gerade gesagt habe, ich schneide das, aber wir haben, okay, oh, kriegen jetzt einen Galalamus. Okay, das ist sehr, sehr, sehr geil. Ich sag's, wie es ist. Let's go. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Haus, auf Route 221, wo wir rein müssen, wo es einen Special Fight gibt. Ich blende euch mal das Team ein. Das ist so ein Baller-Team, ne? Galagladi, Scopelands, Psychocut, Nightslash, Closed Combat, Leafblade, what? Impulmus, Citrusberry, Hydropalm, Flash Cannon, Ice Beam, Aquajet. Wichtig noch ganz kurz, ne? Das ist ein optionaler Kampf. Aber das Team, ne? Alakazam, mit dem Actfat-Bell, Psychic, Dazzling Gleam, Focus Blast, Energy Ball, Life of Metagross, Meteor Mesh, sein Headbutt, EQ, Hammerarm, Kingsfox Raptor, Chip Away, Brave Bird, Close Combat und Ruse, Chukaberry, Entei mit Sacred Fire, Stone Edge, XE Speed und mit einem Iron Head. Ja, wie gesagt, ist ein optionaler Kampf. Machen wir natürlich trotzdem, weil wir alle Kämpfe mitnehmen, also die gehen. Trotzdem muss ich mir natürlich neues Team verbilden, weil mit unserem normalen Team, was wir eben hatten. I don't see anything. Wir haben zuallererst unseren Blackbeard mit dabei, der sich hoffentlich um das Gale kümmern kann. Dann haben wir unseren Luigi, der einzige, der geblieben ist. Der soll sich bestenfalls um das Emporium kümmern. Ich hoffe, das klappt. Unser Desaster, der wieder unser Alakazam Counter ist. Ich hoffe, dass das klappt. We will see. Unser Looney, der unser Metagross Counter ist. Warum hast du eigentlich kein... Warum hat unser Karl kein Bild? Fuck. Ja, Karl, unser Staraptor-Counter. Und Kringelchen ist, glaube ich, zum ersten Mal dabei, der sich hoffentlich um NTI kümmern kann. Der ist ja nicht alleine, aber so in der Gruppe wahrscheinlich, hoffe ich, denke ich vielleicht. Jetzt erstmal Professor Eich. Wir müssen nach oben auf jeden Fall gleich. Ja... Ich weiß, im letzten Jahr haben wir da den Kampf auch gemacht. Da war es Renegade Platinum. Da war das Doppelkampf. Hier ist ein Einzelkampf. Ich habe ja kurz Angst, dass es doch ein Doppelkampf ist. Ich war gerade kurz so, fuck, ich stehe jetzt zweit. Also. Der hat das Galagladi hohe Spätze der Fährte. Also hiermit können wir Vergiftung bekommen, hiermit können wir einen Death Drop bekommen. Ich sag, ein Move von ihm leben wir. Und nur falls danach Shadow Sieg und der Kill sollte den killen. Critical Hit. Ach du Scheiße. Aber ich habe gerade von dem einen. Da bist du jetzt aber tot. Wenn du C7 machst, bist du jetzt aber einfach tot. Also das lebst du niemals. So, das Problem ist jetzt die Frage, was kommt jetzt? Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Ja gut, die Leftovers bringen dir gar nichts mehr. Metagross. Ja, aber du drückst doch jetzt safe ein Erdbeben. Ist jetzt sehr effektiv, ne? Das heißt, wir gehen hier in Luni. Ich hätte gedacht, vielleicht Empoleon mit Aquajet, weil er schneller ist und so. Also dann mit dem Aquajet einfach killen kann. Meteor Mashed. Wir müssen in den Will-O-Wisp, ne? Den halten wir nicht mehr auf, sonst... Ja, hätte aber daneben gehen können, der Meteor Mash, ich sag's, es ist. Okay, das ist unser... Oh mein Gott, okay. Also, Luni hat den outspeedet. Ja, ich wollte nicht Surf, ich wollte Summon nehmen. 98 Speed. Das heißt, der einzige, der noch ausspielen würde, wäre Desaster. Das Problem ist, Desaster erlebt halt auch nicht mehr so einen Hammerarm von dem, ne? Ja, der lebt halt nichts mehr, ne? Also unser Blackbeard. Das Problem ist, ich glaube, egal wie wir es da reinschicken, wird nicht Probleme gleich. Aber ich sagte, der erste, der vielleicht echt noch killen kann, ist halt eher mit einem, einfach mit einem Night Slash, ne? Vielleicht sogar einfach mit einem Night Slash Crit. Aber wir müssen auch hoffen, ne? Absol! Ein Crit! Ich glaube, hier ist der ohne Crit nicht gekillt hätte, glaube ich nicht, ne? Fuck. Du schickst dir Alakazam. Okay, Absol ist mein Alakazam-Counter, ne? Das heißt, ich Sucker-Punchiere immer. Und das solltest du eigentlich nicht leben. Ja! Okay. Wir sind wieder zurück. So, das ist der Raptor. Raptor macht jetzt ein Closed Combat, also sowas ein Safe. Deswegen gehen wir hier auf Karl. Und den burnen wir auch wieder. Dankeschön. Und den burnen wir jetzt. Wie viel macht der Brave Bird? Das Problem ist, das war gerade 80 KP fast. Wir healen ein bisschen, ne? Weil das ist auf minus 2, das heißt die Hälfte noch knapp. Das heißt, er wird jetzt noch knapp 40 KP Damage. Wir müssen ihn leben, ne? 42 KP, oh mein Gott. Gutes Thunder Punch Kill. Yeah! Okay, geil. Okay, wir sind gut dabei jetzt gerade. Gut ist das auch, aber wir haben, es sind einfach nur noch 2 Mons. Jetzt kommt hier ein Empoleon rein. Boah, ich hätte gerne auch eine Hyperpumpe reinbekommen. Also, oder dass er den Hyperpumpe ersetzt, wenn ich da bin, sozusagen. Aber wir gehen halt hier auf Lurch jetzt. Ich glaube, ich jorn ihn sogar. Ein Crit. Natürlich crittest du mich. Boah, Alter, diese Crits, die hier gerade fallen, ne? Okay, das bedeutet aber, der... War einfach mein Plan, ich kann jetzt cursen und dann vielleicht gegen NT noch mit dem ankommen. Das wird's leider nicht mehr. Durch den Crit. Ja, gut, wir haben durch den Union halt im Endeffekt nichts gewonnen, gerade wenn man ehrlich ist, ne? Weil der wäre sonst Jetzt Chatot im Endeffekt, jetzt haben wir eine Runde sozusagen mehr. Also, wenn man es so sehen möchte. Gehen ja trotzdem mit 2 EQs, weil die ohne Safe geschäft jetzt safe. Das Problem ist, jetzt kommt Entei. Und ich glaube nicht, dass ich entspannt auf Kreatin safe switchen kann. Das heißt, wir werden jetzt einen verlieren. Und ich glaube, das wird Luich sein. Die haben halt noch ja, Gastrodon und Sumpix mit dem gleichen Typing. Ne, Gastrodon, der auch Water Absorb hat. Das Storm Drain, aber auch Immunität hat, der so ein bisschen besser ist, weil er sich boostet dadurch. Der auch generell vom Wert ein bisschen stärker ist. Ne, Sumpix, der generell bessere Werte hat. Wir haben viele Wassermons. Wir haben halt hier schon Geistmon verloren. Wir würden jetzt hier noch einen Geistmon verlieren. Das wäre sehr doof. Ihn sich eigentlich auch nicht, weil vor dem Gift und nicht kannst du echt noch helfen. Und eigentlich ist aber so immer unser Alakazam-Counter, ne? Und wir können das hier, ich meine, du hast einen E-Speed wahrscheinlich jetzt einfach, ne? Ja, wahrscheinlich schon, weil das misst halt nicht, noch nicht, ne? Ja. Da hätten wir vielleicht sogar wirklich... Ja, bringt es halt auch nichts, da auf Defense zu gehen. Hätten wir halt noch eine Shellos nie rausbekommen im Endeffekt, aber bringt es halt auch nicht kein Progress im Endeffekt, ne? Oh. So. Weil das Sache ist halt die. Sacred Fire wird vielfach resistet von Amoroso. Stownage wird auch resistet. E-Speed viel resistet. Das heißt, theoretisch werden wir vielleicht auch hin. Ich glaube auch nicht, dass wir so viele Attacken leben. Das heißt, er wird hier tendenziell einen Ironhead drücken. Ja, wir gehen ja auf Surfer, ne? Stownage, okay. Und dem Mist, was richtig wichtig ist. Und eine Stownage leben wir safe. Ich meine, kann uns nicht critten. Ja, okay, wir hätten Lurch retten können, war. Aber der Mist, das hätte auch treffen können, ne? Weil die Menschen hätte es getroffen, nochmal 40 KP weniger, wenn wir bei 60. Dann nochmal so 20 KP, ja. I guess. Aber egal, wir sind da trotzdem gut durchgekommen. Und dass man dann mal ein Opfer geben muss, ist in Nuzlocke. Ich habe nichts davon, dass sie nochmal kämpfen. Ganz schön böse, die Olle da oben. Und die hielt mich, ja, du kannst meine toten Pokémon nicht healen, aber danke. Du hast ganz schön creepy geguckt, Mädchen. Ah, und für einen Tee haben wir das gemacht, danke. Hat die uns nicht gerade gekillt? Hä? Ja. Ja, Luni hat gemacht, dass wir halt Myriador besiegen können, ne? Ohne ihn hätten wir Myriador niemals besiegt. Ja, und I guess, Luich, wir hätten auf Knirchen gehen können, weil E-Speed eigentlich obvious war. Aber das Problem ist halt, ich weiß halt auch nicht mehr, wenn jetzt so ein Spider getroffen werden, dann vielleicht, ne, Quit geht natürlich nicht, weiß, aber... Hätte auch eine Roll sein können, die wir gerade, war vielleicht eine richtig scheiß Roll, ne? Dann eine hohe Rolls bekommen mit XP, eine hohe Roll, dann wären wir nachher bis ich tot, ne? Ich habe schon mal gesagt, ich will jetzt safe spielen und wenn man jetzt Mons verliert, dann verlieren wir halt hier Mons, sage ich jetzt mal. Aber anders geht's halt nicht, ne? Ja. Wir gucken uns noch einmal unsere neuen Mons an, würde ich sagen. Wir haben hier zuallererst unser Tentacher Tadeus. Ja, also Wesen und Attacken sind halt eigentlich egal, wenn man ehrlich ist. Aber ich zeige trotzdem mal kurz. Dann haben wir unser Stachi, unser Baldorfisch, wo ich mich sehr auf Myriador freue. Oh mein Gott. Ja. Den Moves und das und so, ne? Dann haben wir unser Corazon. Ich habe ihn Sterbi genannt, weil wir sind jetzt tote Korallen und weißt du, so, jo. Und da freue ich mich auch auf Corazon. Das wird bestimmt cool. I hope so, ne? Unser Winger, unser Möwchen. Möwchen. Ja. Mit W, ganz wichtig mit W, ne? Also Leute, nichts falsches denken hier. Und unser Lamus, unser Gifter. Freue ich mich zumindest auch sehr drauf. Vor allem mit der Quick Claw und so. Also ich meine, anderes Wesen gibt es ja noch und so, ne? Aber wird bestimmt interessant. So, ich bin jetzt mal einmal hier nach Jubilife geflogen, weil wir nach Canalave müssen. Canalave City. Das ist mir aufgefallen. Die Folge geht schon gut lange. Deswegen machen wir jetzt Feierabend. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche allen einen schönen Tag noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tü de lü.